Gerd-Joachim von Fallor. In Berlin sprechen wir über die Beschlüsse und überhaupt die vergangene Nacht in Bezug auf die Corona-Maßnahmen. Da hörte man ja durchaus eine Enttäuschung heraus, dieser drei Küstenländer-Ministerpräsidenten. Und der kontaktlose Urlaub, das war das, was richtig sich zum Knackpunkt entwickelt hat. Ist das so gewesen? Ja, so ist das. Daniel Günther hat das auch noch mal lange ausgeführt. Wir haben jetzt nur einen Teil seiner Pressekonferenz zeigen können. Und er hat nämlich gesagt, es gab Ministerpräsidenten, wie zum Beispiel er selber, die sind mit einer Haltung darin gegangen, nämlich die Haltung, über Ostern einen Urlaub im eigenen Land möglich zu machen. Und das hat man dann auch vorgetragen während der Diskussion. Das stieß aber auf das Missfallen anderer Ministerpräsidenten, die mehr zur Abteilung Vorsicht gehört haben und natürlich der Bundeskanzlerin. Und dann führte das Ganze zu einem Riesenknatsch und zu einer Aussetzung der großen Runde. Dann hat Angela Merkel zusammen mit Herrn Scholz und den beiden Ministerpräsidenten, die sonst immer neben ihr sitzen, der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz Müller aus Berlin und sein Stellvertreter Söder aus Bayern, die haben dann 3 Stunden zu viert weiter diskutiert und die anderen haben quasi in die Röhre geglotzt. Und Daniel Günther hat auch noch gesagt, er hätte sich bei dieser Frage auch viel mehr Unterstützung der anderen Ministerpräsidenten gewünscht. Also da ging es richtig zur Sache. Und auch heute merkte man den Nordländer Ministerpräsidentinnen und Präsidenten noch an, dass sie richtig sauer waren. Stand denn die Runde überhaupt auf der Kippe? Der brandenburgische Ministerpräsident Woidke hat ja sowas heute Morgen verlauten lassen, dass es kurz vor knapp stand. Was sagen die anderen? Was haben sie gehört? Ja, das wurde allgemein so gesagt, denn die 4 haben vor sich hin diskutiert und die anderen mussten sich beschäftigen und fühlten sich auch irgendwie nicht so mitgenommen. Und als man dann das Ergebnis präsentiert hat, da waren diese 3 Nordländer, Ministerpräsidentinnen und Präsidenten, natürlich alles andere als erfreut. Vor allen Dingen Daniel Günther hat auch im Moment noch Riesenprobleme in seiner Jamaika-Koalition. Der FDP-Teil sagt, so geht das eigentlich nicht, aber die Grünen und die CDU in Schleswig-Holstein tragen zunächst das Ganze mal mit. Nun muss man sagen, nach solchen Entscheidungen der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin ist es ja so, dass viele Ministerpräsidenten dann irgendwann ihren eigenen Weg gehen. Und das sehen wir jetzt auch schon wieder an verschiedenen Maßnahmen. Herr Weil zum Beispiel hat gesagt, er könnte sich doch noch vorstellen, über Ostern in ganz kleinem Maße im eigenen Land Urlaub, Tagestouristen zuzulassen. Das wäre auch gegen den Beschluss. Und zum Beispiel hat Michael Müller hier in Berlin heute mit dem Senat festgelegt, dass der Lockdown in Berlin verlängert wird, also bis zum 26. April. Und Michael Kretschmer hat aus Sachsen verlautbaren lassen, dass man überlegen muss, dieser Donnerstag, Gründonnerstag, der jetzt auch frei sein soll, ob der wirklich so frei ist, welche Geschäfte da aufmachen, da sei das letzte Wort in Sachsen noch nicht gesprochen. Da fragt man sich ja natürlich, wie viel Sinn solche Runden machen, wenn hinterher sowieso jeder in seine eigene Richtung marschiert, also es alles kreuz und quer durcheinander geht. Und das ist ja auch die große Kritik, die von allen Seiten an die Bundesregierung und auch an die Länderchefs herangetragen wird. Das ist die Situation, auch wenn Christian Lindner, der FDP-Partei- und Fraktionschef hier im Deutschen Bundestag, schon seit Monaten trommelt. Die Bundeskanzlerin muss sich hier im Parlament erklären. Der Bundestag muss es an sich ziehen. Das hat Katrin Göring-Eckardt, die Fraktionschefin der Bündnisgrünen, zum Beispiel heute auch gefordert. Auch Frau Mohamed Ali von den Linken, die Fraktionschefin. Das ist zwar alles richtig, aber die Gesetzeslage ist im Moment so, dass im Grunde genommen die Bundeskanzlerin hier eine Art ordnende Funktion hat. Aber das föderative System sieht vor, auch durch die Notverordnung, durch die Verordnungswesen, dass die Ministerpräsidenten eigentlich das Sagen haben und im Grunde müssten die Landesparlamente all diese Schritte dann nochmal abnicken. Das tun sie meistens nicht, sondern sie werden befasst, nennt man das. Aber das wäre eigentlich die Situation, wie sie richtig wäre. Und so kommen sich viele Menschen natürlich vor, als wenn dort ein Geheimzirkel irgendetwas entscheidet im Kanzleramt. Aber tatsächlich ist es eine Diskussion. Wir wollen gleich weiter miteinander reden, Gerd-Joachim von Fallor. Aber wir wollen auch noch die anderen Ministerpräsidenten, zumindest einige, hören, die sich auch zu den Beschlüssen in dieser Nacht geäußert haben. Wir hätten es uns alle anders gewünscht, aber die Zahlen gehen wieder hoch. Sie verfolgen das alle selbst. Das trifft auch Rheinland-Pfalz, auch wenn wir unter dem Bundesdurchschnitt nach wie vor liegen. Aber auch gestern hatten wir ja erheblich höhere Zahlen, über 80. Und deshalb mussten wir uns gestern wieder damit befassen, leider, was sind die Maßnahmen, um diese dritte Welle einzubremsen, um tatsächlich auch wieder Perspektiven nach vorne weiterentwickeln zu können. Der starke Treiber ist nun mal die Mutation, das wissen Sie alle, die ja
wirklich auch um sich greift und die schlicht und ergreifend sehr viel ansteckender ist als das ursprüngliche Virus. Und insofern geht das mit der Ansteckung eben alles auch ganz, ganz viel schneller. Mir ist es wichtig, das wissen Sie, dass wir in den großen Linien immer gemeinsam eben auch bundesweit miteinander gehen, die Schritte gehen. Deshalb tragen wir in Rheinland-Pfalz auch die Entscheidung mit, die Ostertage zu nutzen, um Deutschland herunterzufahren. Ich nenne es mal so, da wir unser Land aber auch nicht einfrieren können, bis wir genügend Impfstoff haben, muss die bestehende Teststrategie massiv ausgeweitet werden. Also die Idee jetzt vielleicht mal im Groben geschildert ist, dass man die nächste Zeit, da bewegen wir uns ja nach wie vor in dem System, das Sie kennen, dass man über Ostern tatsächlich Deutschland runterfährt, die Osterruhe, und dass man diese Zeit noch nutzt, bis nach Ostern die Teststrategie und Struktur noch mal ganz erheblich aufzubauen, sodass man nach den Ostertagen in der Lage ist, eben ganz massiv mit den Testungen voranzuschreiten, bis wir dann Schritt für Schritt auch stärker mit den Impfungen sind. Das ist eine erweiterte Ruhezeit zu Ostern. Das schmerzt auch mich ganz persönlich, weil schon im letzten Jahr das Osterfest mit Freunden und Familie ausgefallen ist. Und das schmerzt auch, weil für viele Menschen Ostern ein ganz besonderer Feiertag ist. Aber die prognostizierte Entwicklung des Virus wird gerade diese Tage zu besonders schwierigen Tagen in diesem Jahr der Pandemie machen. Und lassen Sie mich zu den Reisen noch eine Bemerkung machen. Es ist jetzt nicht die Zeit für Reisen, denn grenzüberschreitender Reiseverkehr birgt die Gefahr in sich, dass auch die südafrikanische Variante, die noch gefährlicher ist als die britische Variante, dass die sich auch bei uns verbreiten könnte. Da müssen wir besonders vorsichtig sein. Und deshalb sage ich hier klipp und klar, ich habe vor diesem Hintergrund kein Verständnis für die Entscheidung der Bundesregierung hinsichtlich der Ausstufung von Mallorca als Risikogebiet. Genau das hat zu vielen Diskussionen heute geführt, dass es hier eine Ungleichbehandlung mit Mallorca und innerdeutschen Tourismusorten gibt. Das hätte man sich ersparen können, wenn man einen größeren Blick auf die Wirkung dieser Maßnahme gehabt hätte. Man hätte mit dieser Ausstufung auch für die Zeit nach Ostern warten können. Wie konnte es zu dem Kommunikations, Problem kommen, dass Mallorca den Eindruck erweckt, als ob die normalste Form des Urlaubs jetzt möglich wäre, und das mitten in einer Situation, in der tatsächlich Infektionen wieder deutlich ansteigen? Und wie gehen wir eigentlich mit der Information um, die sich jetzt immer weiter verdeutlicht, nämlich dass in Mallorca selber die brasilianische Mutation auch sehr auf dem Vormarsch sich bewegt? Das heißt, dass wir auch von dort einen Eintrag bekommen werden, der noch einmal selbst die südafrikanische Mutation noch überbietet und übertrifft. Aus all diesen Betrachtungen heraus war dann klar, dass wir insgesamt die Pandemieabwehr mit dem Mittel der Kontaktunterbrechung so ohne weiteres nicht mehr weiter bearbeiten können. Wir brauchen mehr ein Konzept, und das nenne ich einen Paradigmenwechsel. Wir brauchen etwas. Wir haben es heute Morgen bei uns im Kabinett TINA genannt. Testen, Impfen, elektronische Kontaktnachverfolgung und Einhaltung der AHA-Regeln. TINA. Eine Kombination, bei dem wir in die Betriebe hineingehen und sagen, liebe Betriebsinhaber, Geschäftsführer, Unternehmer, sorgt dafür, dass eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig getestet werden. Bislang gibt es dazu eine freiwillige Absichtserklärung. Diese freiwillige Absichtserklärung soll sich jetzt wandeln in eine Systematisierung. Deswegen wird das Gewerbe jetzt ganz deutlich mit einbezogen in die Teststrategie. Das wissen wir schon länger, dass das Virus ansteckender ist als der Wildtyp. Aber was jetzt auch schon belastbar uns von der Wissenschaft gesagt wird, das Virus ist auch gefährlicher. Und deswegen sind wir da im Kern in einer Situation, dass wir es eigentlich mit einer neuen Pandemie zu tun haben.
Das heißt, es ist eigentlich ist der mutierte Virus ein anderes Virus als das, das wir hatten. Wir sehen es auch, dass nun auch jüngere Altersgruppen stark vom Virus betroffen sind. Also wir auch ein erheblich gesteigertes Infektionsgeschehen in Kindertagesstätten und Schulen hatten. Ja? Also das ist die Ausgangslage und der bremsende Effekt der Impfung auf das Infektionsgeschehen ist nach Prognosen der Wissenschaft frühestens Ende Mai, Anfang Juni zu erwarten. Es zeigt also, das muss allen klar sein, wir sind in einer der schwierigsten Phasen der Pandemie. Das Virus ist sehr viel gefährlicher geworden. Ja, es breitet sich aber eine Pandemiemüdigkeit aus. Die rettenden Impfungen werden noch nicht in der Breite greifen. Das heißt, es gibt derzeit keinen Spielraum für weitere Öffnungsschritte. Da jeder ein tolles Hygienekonzept hat, stellt sich ja immer die Frage, wo kommen die Infektionen eigentlich her? Es ist nach wie vor so, 75% kann man nicht zuordnen am RKI, also Robert-Koch-Institut. Und die anderen, die dann noch bleiben, sind überwiegend im privaten Bereich, aber eben auch, das haben wir sehr intensiv identifiziert, zum Beispiel im Bereich auf dem Weg von und zur Arbeit und bei den Arbeitsstätten. Deshalb finden Sie in unseren Beschlüssen auch eine sehr starke oder sehr ausführliche Passage zu den Themen wie Homeoffice und Testen. Meine herzliche Bitte ist, dass wir bei allem Verständnis, dass wir doch jedem, wenn es irgend möglich ist, ermöglichen wollen, dass er seine Arbeit machen kann, sein Geschäft, dass wir dies nicht einfach zur Seite räumen können. Die Intensivmediziner warnen uns jeden Tag. Sie sind unzufrieden mit den jetzigen Beschlüssen, weil sie sagen, es ist zu wenig. Und auf der anderen Seite gibt es viele, die sagen, ja, aber alle Hoffnungen sind enttäuscht. Ich kann das verstehen. Und trotzdem bedeutet Verantwortung, dass man diesen Gesichtspunkt nicht einfach zur Seite schiebt, nach dem Motto, damit erspart man sich Enttäuschung und Ärger. Herr Gerd-Joachim von Follower, die Intensivmediziner, die haben heute schon gesagt, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, diese Beschlüsse. Denn auch das kam ja bei der Pressekonferenz heute am frühen Morgen heraus. Wir haben es ja eigentlich nicht mit einer Neuauflage der alten Pandemie zu tun, sondern das ist eine ganz neue Qualität. Ja, so ist es. Heute habe ich hier auch oft das Argument gehört, das kann doch nicht sein. Vor einem Jahr waren wir Ostern auch schon zu Hause, dass der Politik in einem Jahr nichts eingefallen ist. Das ist richtig und auch falsch, denn in der Tat haben wir einen Neubeginn einer neuen Pandemie, mittlerweile Dreiviertel Pandemie von B.1.1.7, dem britischen Virus, das viel, viel ansteckender ist und leider auch tödlicher. Zum Glück sieht man das bei uns in den Krankenhäusern noch nicht, aber das wird leider kommen und auch viele junge Leute werden heimgesucht. Das war ja in der ersten und zweiten Welle auch anders. Also in der Tat haben wir eine ganz neue Herausforderung und da schließt halt die Runde, die Verantwortung trägt, die Exekutive, die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin, die dann auch das Verantwortung tragen muss für aller Leben, die sagen dann, das ist uns zu gefährlich. Wir hören auf die Virologen und sagen, möglichst wenig Kontakte. Und so kann man auch nur das erklären, was da gestern passiert ist im Kanzleramt, dass man eben mit dieser Öffnungsperspektive vor Ostern reingegangen ist und hinterher mit einem super Lockdown zu Ostern herauskommt, resultiert aus der Tatsache, dass sich eben die Abteilung Vorsicht durchgesetzt hat und dass man eben sagt, wir müssen diese aufkeimende dritte Welle ersticken, indem wir uns möglichst fast gar nicht bewegen und eben zum Beispiel an diesem Gründonnerstag auch nicht mehr ins Büro gehen und die Industrie für den Tag stilllegen. Ist die Abteilung Vorsitz Angela Merkel, Vorsicht ausschließlich Angela Merkel oder sind das auch noch andere? Nein, es sind auch noch andere, also gleich vorneweg zu nennen ist zum Beispiel der Herr Tschentscher aus Hamburg, aber auch Michael Kretschmer, Bodo Ramelow, die einfach gebrannte Kinder sind, weil sie Rieseninzidenzen Richtung Tschechien in ihren Ländern haben und vor Ort sehen, dass dieses Virus nicht einfach weicht, nur weil man mit genügend Abstand in einem Restaurant sitzt. Es sind einfach zu viele Gefahren, zum Beispiel auch hier in Berlin, der öffentliche Verkehr in die S-Bahn zu steigen, ist wahrlich kein Vergnügen und das sind so
so Situationen, die man möglichst meiden soll. Und man muss ja sehen, dass man die Kurve, Sie haben vorhin darüber diskutiert, absenkt und nicht einfach nichts tut, damit sie dann nach oben geht. Und das sind eben zwei verschiedene Philosophien, die da gestern aufeinander getroffen sind. Und viele, viele Menschen sind jetzt voll enttäuscht. Das kann man verstehen. Denken Sie nur an den Bereich der Künstler, die seit einem Jahr quasi ein Arbeitsverbot haben, auch nichts mehr verdienen in dem Sinne. Die finanziellen, die menschlichen Einbußen für große Teile der Bevölkerung, da nenne ich auch viele Schüler, Jugendliche, alte Menschen, die alleine in Altersheim sterben müssen. Diese Pandemie lässt niemanden kalt, macht viel mit den Menschen. Aber zu sagen, wir halten das nicht mehr aus, uns geht es ja allen irgendwie so, und zu sagen, wir machen einfach unser Leben normal weiter, öffnen hier, öffnen da, haben tolle Konzepte. Da sagen eben die verantwortlichen Politiker, das ist uns zu gefährlich, lasst uns erstmal diese Welle brechen. Und natürlich robbt man sich hin zu dem Zeitpunkt, wo man genug Impfungen hat. Das ist die große Hoffnung, dass durch das Impfen die Situation sich wieder in eine Normalität bewegt. Und dabei bleibt es weiterhin, und das ist schon eine ganze Weile eine große Hoffnung. Hoffen wir mal, dass es endlich dazu kommt. Wir sprechen an anderer Stelle sicherlich wieder darüber. Gerd Röhm von Fallois, herzlichen Dank für die Einordnung nach Berlin.